Bisher bei Jugo Betrugo. Ey, ich drehe gerade einen Block und so. Ja, okay, komm. Gold! Ich rede von Gold! Ja, eine Buntwäsche, jetzt so spontan. Bist du? Und du musst mir die Uhr jetzt so verkaufen, als wäre die echt. Wie lange kennen wir uns schon? Warum verkaufst du mir nicht? Hat er dir das für die Golduhr gegeben? Das hab ich dir gesagt. Golikoje. Dreh ist viel wieder. Er hat gesagt, 15 ist drin, mehr nicht. Geil, ich hab's richtig im Blut, das ist was ganz Großes. Ding, wie machen wir das? Sollen wir mitkommen oder sollen wir hier warten? Nee, oder? Ihr bleibt hier. Ich komme dann morgen so gegen 14 Uhr. Morgen? Ja, klar. Sollen wir hier warten bis morgen? Ja, wenn jemand duschen will, die Butter habe ich schon da auf die Küche gelegt. Und ja. Aber wir können auch nochmal heimgehen, wenn wir wollen. Ja, klar, Schlüssel liegt da. Okay, dann. Okay, dann ciao, bis morgen. Ja, okay, so. Passt auf mich auf. Du, auch. Dann morgen. Ich will mein Geld endlich. Hoffentlich. Ey, wenn nicht, ihr schuldet mir einen Block. Ey, Jungs, habt ihr schon mal jemanden gesehen, der seinen Rasierer in der Mikrowelle aufbewahrt? So ein komischer. Vielleicht will der Ding haben, warm und warm. Gibt es dafür irgendeinen Grund? Der will warm. Ich bin eh noch nicht so gespannt. Oh, ich glaube, der kommt, Alter. Und der hat eine richtig fette Tasche dabei. Du musst jetzt lang warten, oder? Ja, guck mal, da sind die, ey! Was soll der Scheiß, Mann? Hat euch niemand beigebracht, dass ich fucking Butter in den Kühlschrank gehört? Was soll denn du ausmachen, Mann? Und der Rasierer, was macht dein Rasierer hier? Du weißt doch, dass der gestern Rasierer im Backofen ist. Beruhig! Mit dem, wo hast du mich hingebracht? Chill mal, Mann. Chill mal, ey. Wie soll ich denn chillen? Tiro, Junge. Paar Sekunden später. Deutsches Zeug, Alter. Ja, oh, endlich. Ich dachte, die Goldscheiße ist eine Kacke. Das ist eine Kunkelholz. Bestes Kunkelholz. Allerbeste Wade. Ja, und wo ist unser Geld? Wie Geld? Hast du dir nicht erzählt, dass ich Holzhändler bin? Das ist noch nicht alles. Was ist? Hast du gefurzt? Nee. Das mach ich. 24 Kisten, bestes Kunkelholz, bereit für den Kundenversand. Was machen wir jetzt mit der Scheiße? Nee. Komm mit, ich hab ihn. Okay, bin gespannt. Ah. Da, was ist das? Ich bin hier Putzfrau. Wenn ich so ein Ding selbst. Hey Leute, ich habe was richtig Cooles zugeschickt gekriegt. Das will ich euch einfach mal zeigen. Und zwar habe ich ein echt cooles Stück Kunkelholz zugeschickt gekriegt, meine Freunde. Und ich habe sogar einen Rabattcode für euch dazu gekriegt, meine Freunde. Mit dem Rabattcode Leo5 kriegt ihr sogar 10% auf eure erste Bestellung. War das gut? Ja, war gut. Die Leute auf Instagram machen es auch immer so. Ey, Leo, jetzt wo wir so jetzt unter uns sind, die anderen zwei, die chillen jetzt da drüben, die kriegen es ja jetzt gerade echt gar nicht mit. Wie sieht's denn aus? Könntest du mich auf Instagram vielleicht ein bisschen pushen? Digga, verpiss dich. Ich kann dir auch ein bisschen Geld dafür geben. Digga, scheiße auf Instagram, mach jetzt Kohle. Und ich bin quasi der Gastgeber, okay? Ich stelle da jedes Drecks-Scheiß-Produkt vor, ganz egal. Und Klopapier, egal was die mir hinstellen, ich preise alles an quasi. Und du musst mir das vorstellen, ich bin immer total erstaunt. Und dann machen wir zwischendrin diese Szenen rein, die du das als Bauchmuskeltrainer benutzt oder wie einer damit telefoniert. Genau so. Und dann suche ich noch im Internet von irgendeinem echten Bauchtrainer, Teleshopping-Video, diese Animation, weißt du? So machen wir das. So, meine Damen und Herren, ich höre gerade aus der Regie, in Blau ist unser Toilettenpapier schon komplett ausverkauft. Wenn Sie sich noch eine Rolle von unserem qualitativen Toilettenpapier sichern möchten, dann rufen Sie jetzt direkt an. Komm! Okay, Digga, weg mit der Scheiße.
Los, schneller, schneller. Meine Damen und Herren, ich freue mich jetzt, Ihnen unseren nächsten Gast vorzustellen. Immer wenn er bei uns in der Sendung ist, dann kaufen Sie uns die Lager leer. Ein Applaus bitte für Stefan Hahn. Hallo Leo. Hallo. Hallo Stefan. Weißt du, was ich dir heute mitgebracht habe? Ich bin sehr gespannt. Holz? Ist das Eichelholz? Ja Leo, das ist kein Eichelholz, das ist Kunkelholz, direkt aus Schweden. Schweden? Ja, und was weißt du über Schweden? Was die Skandinavier machen, ist immer krass. Stimmt, der Mann hat's drauf. Deswegen arbeite ich so gerne mit dir zusammen, ey. Und mit diesem Holz darf ich? Selbstverständlich. Mit diesem Holz? Ja. Da kannst du und können sie da draußen alles, nein, so gut wie alles machen. Nein. Doch, sie könnten beispielsweise ihren Bauchmuskel trainieren. Meine Bauchmuskel trainieren? Mit diesem Holz? Selbst deinen, Leo. Diese Ratze? Ja. Haben Sie es gehört, meine Damen und Herren? Da will ich gar nicht lange überlegen, da will ich direkt zuschlagen, Mensch. Ja. Vergessen Sie die Zeiten, in denen Sie trainierten wie ein Neandertaler. Dips, Crunches, Sit-Ups gehören in Zukunft der Vergangenheit an. Genießen Sie in Zukunft Ihr Training und trainieren Sie mit unserem Kunkelholz bis zu 68 Partien Ihrer Bauchmuskulatur für einen durchtrainierten Waschbrettbau. Ja, und dann haben wir ja noch dieses kleinere Modell. Es eignet sich super als Fernbedienung. Fernbedienung? Super! Sie zeig können, mir, zeig mir. Guck's dir an! Haben Sie es nicht auch satt, mühsam bei jedem Umschalten aufstehen zu müssen? Nur um dann festzustellen, dass Sie wieder mal vergessen haben, die Lautstärke richtig einzustellen. Damit ist jetzt Schluss. Mit unserem Kunkelholz bedienen Sie TV, Computer und Ihre Ehefrau bequem von der Couch aus. Leo, darf ich dich noch was Persönliches fragen? Du darfst mich alles fragen, Stefan. Wie schläfst du nachts, mein alter Freund? Wie ein besoffener Mixer so schläft? Auf jeden Fall nicht gesund, stimmt's? Ja. Da habe ich die perfekte Lösung für dich. Ja? Ja. Guck dir dieses Exemplar mal an. Stopp. Sieht aus wie ein Stück Holz. Jetzt leg das mal hier hin. Hier einfach drauf. Hier einfach drauf. Und liebe Zuschauer, wir testen jetzt etwas live. Du schläfst in 7 Sekunden ein. Verspreche ich dir. Auf diesem Holz? Auf diesem Holz. Auf diesem Holz. Im Stehen. Im Stehen. Im Stehen. Ha, bei mir stand schon lange nichts mehr. Dann probier's mal. Moment, willst du nicht vielleicht das Licht dimmen? Oh. Okay, dann möchte ich einmal gemütlich haben. Na gut, dann nehme ich jetzt das Licht. So. Oh, liebe Zuschauer. Er schläft schon. Ich glaube, ich wecke ihn kurz auf. Cut! Nein, Leo, wir sind immer noch hier in der Sendung. Ich habe dich gefühlt wie zu Hause. Alter. Na, wie hast du geschlafen? War gut. War gut. Hammer! Wenn Sie jetzt gleich anrufen und sofort bestellen, meine Damen und Herren, dann erhalten Sie von uns noch ein zweites Brett. Für Ihre Freunde, Verwandte, Affären, gratis dazu. Das heißt für Sie, liebe Zuschauer, dieses Stückchen Holz bekommen Sie bei uns zum Vorzugspreis von 39,99. Der Jungs habt ihr gut gemacht, Mann. Aber glaubt ihr echt an dem Scheiß, dass wir das verkaufen können? Digga, Pferdewand, das auch. Ich glaub schon. Ehrlich gesagt. Glaub ich nicht, das hab ich vorher abgelegt. Ja, Digga, ich mach das. Passt schon. Dann lass es mal da.